Brandöl, Feuerschutztrank, die können wir verkaufen. Trank der Klarheit auch. Ganz ehrlich, ein Elektrizitätsschutztrank auch. Abwehrtrank. Rüstungsklasse für 2 Stunden auf 0. Ist gar nicht mal schlecht. Heiltränke. Ach, die Heiltränke sind da alle vergiftet, oder abgelaufen, besser gesagt. Die können wir sowieso verkaufen. Stärketränke und Magieschild, das brauchen wir alles. Wahrnehmungstrank sollten wir auch behalten. Magiewiderstand brauchen wir. Trank der Schöpferkraft. Konzentrationstrank ist vielleicht ein bisschen wichtiger, aber den Trank der Schöpferkraft. Magieabwehrtrank. Den brauchen wir später. Trank der Steinform. Ja, das ist alles so. Was benutzt, hat sie da eigentlich für einen Trank? Wendigkeitstrank. Wie hoch ist ihre Geschicklichkeit? Ihre Geschicklichkeit ist 19. Was bringt sie ihr da einen Wendigkeitstrank? Lieber Abwehrtränke, wobei, ja, okay, das verbessert ihre Rüstungsklasse gerade mal um 1. Trank der Steinform vielleicht. Magieabwehr, Konzentrationstrank, nicht unbedingt. Ah, der Trank der Lebenskraft. So, die verkaufen wir mal noch. Bei mir ist das Bier billig. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Das heißt, in Ulgots Bier sind wir jetzt erst einmal fertig. Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt müssen wir nach Baldur's Gate zurück, dort im Zehnhaus das Buch besorgen und es zu Mendas bringen für das zweite Abenteuer. Das Gute ist, dass wir hier nicht mehr gejagt werden. Wie ihr wünscht. So, ab ins Zehnhaus. Geht zur Seite, Bürger! Stehen geblieben, Bürger. Was habt ihr bei der Händlerliga zu suchen? Wir möchten auf einem der Schiffe der Händlerliga nach Westen fahren und würden gerne eine Liste der erwarteten Anlegehäfen einsehen. Wäre dies möglich? Meine Geschäfte gehen euch einen feuchten Kehre ich da an Tagelöhner. Wenn ihr es wissen solltet, hätten euch eure Vorgesetzten informiert, da bin ich sicher. Also lasst mich jetzt vorbei, bevor ich hier einen Aufstand mache. Nehmen wir mal das Erste. Vergeucht nicht meine Zeit, es wird nirgends angelegt während der Überquerung des Meeres ohne Spuren. Nur bei den zerklüfteten Mondscheininseln. Männer auf die Eindringlinge. Wache der Händlerliga. Wache. Die Wache sieht aus, als ob sie zaubern könnte. Meine Milz! Ich werde mich. Meine Milz! Mein Lebenssaft verrennt. Okay, da bin ich tot. Wie kann ich helfen? Autosave Ich werde laden. mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Worum geht es diesmal? Gib mir ein Schild. Gib Kigen Stärke. Ja.
Diesmal. Ja? Noch ein Schild vielleicht. Eine Verteidigungskoordination. Wie kann ich helfen? Naja, den da können wir doch benutzen. So, und dann noch den da. Worum geht es diesmal? Wie ihr wisst. Geht zur Seite, Bürger! So, hi. Jetzt sind wir mal unhöflich. Ihr wollt euch hart euch eure Geschäfte schnell zu erlegen. Für einen Tunfall habe ich wenig Geduld. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, wir müssen sie doch nicht töten. Captain Tolakides. Ah, ich bin fast bereit über die Meere. Wer stört mich jetzt? Sehr gegrüßt, Kapitän. Ich bin geschickt worden, um zu sehen, ob ihr noch etwas baut, bevor ihr die Segel hisst. Na, die neuen Matrosen, die ihr angeheuert habt, mein Herr. Und was mich betrifft, ich kann auch ganz gut kochen. Entschuldigt, mein Herr, könnt ihr mir zeigen, wo die Seekarten sind, damit ich sie mir näher ansehen kann? Nehmen wir die eins. Ah, ihr gehört also zur Liga. Ein Guck der stärksten Gebäude dieser Stadt wäre ein angemessenes Abschiedsgeschenk, wie ihr so nett wärt. Da der alte Titanion braucht einen Trank, der schon die richtige Wirkung haben wird. Ihr bittet den alten Knacker in der rötenden Nixe. Ich habe jetzt zwar die Seekarten gefunden, aber ich muss erst Captain Tolakiris besänftigen, bevor ich mich richtig umsehen kann. Er will irgendwelchen Fusel von jemandem namens Titanion, den man in der rötenden Nixe finden kann. Ich werde mich im Handumdrehen brauchen, nur zu fragen. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ich glaube, ich habe das noch nie so gelöst. Die errötende Nixe ist übrigens auch noch als nur zu fragen. Direkt hier im selben Gebiet, aber da komme ich nicht hin von hier aus. Wie ihr wünscht. Ja, wie ihr wünscht. So, zu wem sollte ich nochmal? Also hier ist nur Borg. Hey Freund, du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Ah, da ist die Tornion. Hallo, mein Freund. Also, Captain Kier ist jetzt bald segeln, wie ich höre. Ja, und auf Nimmerwiedersehen. Ja, aber bevor er das tut, möchte er eine Flasche von deinem stärksten Gebräu. Mein stärkstes Gebräu soll es sein. Er bittet immer um mehr als... Aber dann bedankt er sich nie für das, was ich hatte. Sein Mannschaft schüttelt ein paar Dutzend Fässer von dem Gebräu ihre Kinn hinunter. Ich habe noch keine einzige Münze dafür gesehen. Wie viel schuldet er euch? Also ist es nicht verwunderlich, dass er mich geschickt hat, um eine letzte Flasche zu holen, anstatt selbst zu kommen, nicht wahr? Oh, die einzige Überraschung ist, dass so gute Seelen wie ihr dumm genug waren, es zu tun. Nun, von mir bekommt er kein Gebräu mehr, bis seine Schulden bezahlt sind. Wie viel schuldet er euch? 900 Goldmünzen, dem neuesten Stand zufolge. Autsch. Wenn euch das Angebot nicht stört, ich gebe euch einen Krug von beidem feinsten Gebräu, wenn ihr so nett wärt, seine Schulden zu bezahlen. Ich soll 900 Goldmünzen für eine Flasche Brackwasser bezahlen, das sind gepfefferte Preise, meint ihr nicht? Ihr habt recht, das ist Wahnsinn, auch nur zu fragen. Vielleicht kann ich noch die Händlerliga überzeugen, sie zu begleichen. Ihr habt zu viel Vertrauen in die Liga, mein Freund. Hier, erlaubt mir die 900 Goldmünzen, die euch der Kapitän schuldet, zu zahlen. Vergessen wir die Sache damit. Euch schickt der Himmel. Erlaubt mir euch zum Dank ein von Titanions Balor Bier zu überreichen. Ich brauche es im Nenkenpfeffer aus Kalimzahn mit einem gewissen Pfiff zu geben. Ich habe für Captain Kiris eine Flasche Balor Bier besorgt, aber sie hat mich stolz 900 Goldstücke gekostet. Hoffentlich weiß er den Gefallen zu schätzen. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also wieder rein. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Wie ihr wünscht. Ich bin müde. So, Captain. Ja?
der Schmutje, dieser dreckige Halunke. Ah, hier ist das gute Gebiet. Die See, sie ruft mich. Und dann laufen wir weiter. Ah, hier ist das gute Gebäude, das einem ein Stechen in die Augen bringt. Die traten ins Balobier auf, das wurde Händlerliga für all ihre guten Taten. Ein Hoch auf die Händlerliga. Ah, das tut gut, seid so freundlich und passt auf diese Seekarten auf. Ich fühle mich ein bisschen benebelt. Ich habe den alten Tolakiris überlistet, was aber nicht besonders schwierig war. Er verbringt mehr Zeit in der Schenke als auf See. So, Seekarten. Das sind die Seekarten, die ihr für Mendes von der Händlerliga erworben habt. Mhm. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Na gut, wir kriegen von Mendes 2000 Gold für die Karten. Wie ihr wünscht. Karten. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann setzen wir hier nochmal ein Nickerchen ein. Bevor wir da den See stechen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie wär's mit einem Whisky? Rechnung mal königlich. Fertig. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein mit Vergnügen. Okay, Mendes werden wir jetzt erstmal nicht beklauen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Auf jemanden euren Schlages habe ich lange gewartet. Wunderbar. Ich sofort kopiere die Karten. Wenn ihr seid bereit, ich miete Boot für eure Reise. Hier ist euer Geld, 2000 Goldstücke. Wir sind bereit. Wo ist euer Boot? Ich besorge ein Boot hier im Hafen von Hogwarts Bar. Dort wir uns dann treffen. Wir haben uns einverstanden erklärt, für Mendes über das Meer ohne Spuren zu segeln und ihm das Logbuch von Baldurs letzte Reise zu bringen. Mendes wird ein Boot mieten und sich mit uns im Hafen von Hogwarts Bar treffen. Wie kann ich helfen? Jai Kalest für mit Vergnügen. Ja, und dann nehmen wir doch die 980 Worum Gold, die er da im Ruhe hat. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört. Alles ist bereit, Freund. Sie zahlen fürs Boot und geben euch Kopien von. Ich zahle fürs Boot und geben euch Kopien von Seekarten. Ich habe Boot gekauft, Wasser und Essen für die Reise ist auch da. Es ist alles bereit. Startet ihr jetzt? Wir können sofort aufbrechen. Ausgezeichnet, meine Helden. Mögen euch Götter schnelle Reise bescheren. Ich werde warten in Ulgots Bad auf eure Rückkehr. Gute Reise. Euer Schiff hisst die Segel. Und bei Sonnenaufgang seid ihr schon unterwegs und segelt über die Wellen. Die Überquerung des Schwertermeeres verläuft ohne Zwischenfälle und innerhalb kürzester Zeit erreicht ihr die offene See. Die Tage gehen dahin und das Meer ohne Spuren macht seinem Namen alle Ehre und erstreckt sich in schier endloser Weite vor euch. Die See ist ruhig. Obgleich des stetigen, gleichmäßigen Windes. Das von Mendes gechartete Handelsschiff ist beeindruckend. Doch die Besatzung ist es nicht gewohnt, sich so weit ab von den normalen Handelsrouten zu bewegen. Die Abergläubischen unter ihnen sprechen von einem großen Wasserfall, der sich am Rande von Ferun ins Nichts stürzt. Von einem geheimen Elfenvolk, das allen den Untergang bringt, die sich zu nahe heranwagen. Und von Schildkröten, die so groß sind wie Inseln und ganze Schiffe verschlingen. Derlei Seemannsgarn beunruhigt die Matrosen noch zusätzlich und die Stimmung auf dem Schiff schlägt langsam um. Die Anspannung wird immer größer und Gerüchte über eine Meuterei lassen euch an eurem Vorhaben zweifeln. So hat es auch sein Gutes, als eines jeden Aufmerksamkeit bald auf eine wirkliche Gefahr gelenkt wird. Der Sturm beginnt ohne Vorwarnung und trifft euch mit solcher Gewalt, dass man Absicht dahinter vermuten könnte. Heftige Winde lassen euer Schiff wie einen Korken auf den Wellen tanzen. Die Matrosen tun ihr Bestes, das Schiff über Wasser zu halten, doch letztendlich sind ihre heldenhaften Bemühungen vergeblich. Als der Hauptmast fällt und in Stücke zersplittert, wisst ihr, dass das Schiff verloren ist. Der Schiffsrumpf bricht auseinander und gerade in diesem Moment erblickt ihr etwas in der Ferne.
Ein Lichtschein in der Dunkelheit der Nacht. Ihr verlasst das sinkende Schiff und greift nach einem Wrackteil, um euch über Wasser zu halten. Unter der Last eurer schweren Ausrüstung beginnt ihr zu schwimmen. Ihr bewegt euch in Richtung des Lichts in der Hoffnung, dass es sich nicht um eine Luftspiegelung oder eine andere Täuschung der Sinne handelt. Am nächsten Morgen erwacht ihr mit dem Mund voller Sand. Ihr seid durchnässt bis auf die Knochen und erschöpft. Euer Körper macht euch schmerzhaft bewusst, dass ihr noch am Leben seid. Einige Überreste eures Schiffs treiben im Wasser und sind nur noch als Brennholz zu gebrauchen. Von der Besatzung ist niemand zu sehen. Aber dort scheinen Fußspuren im Sand zu sein.